dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Endstand 29:25. Ich begrüße unsere Gäste, unseren Cheftrainer Robert Andersson und René Selke. Und wie immer hat der Gasttrainer das erste Wort. Ja, schönen guten Abend. Ja, herzlichen Glückwunsch, Robert, an Erlangen. Ja, spätestens jetzt oder hat jeder gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, wo uns alle schon dahin geredet haben. Jede Spitzenmannschaft verliert nicht gegen zwei Aufsteiger hintereinander. Deswegen sage ich auch hintereinander, weil wir das Spiel heute schon am letzten Sonntag verloren haben, zu Hause gegen Coburg, wo eine gut vorbereitete Mannschaft in die Saison fahrlässig mit einem Heimspiel umgegangen ist. Und die Quittung haben wir jetzt, dass aus einer gut funktionierenden Mannschaft eine verunsicherte Mannschaft geworden ist, dass aus unserem Kollektiv ein wildes Durcheinander ist. Und das war natürlich anders geplant, wie das im Sport immer so ist. Da gibt es nichts zu planen, sondern es gibt es zu arbeiten. Und wenn man sich in so eine Situation bringt als Mannschaft, wo ich natürlich mich dazu zähle, dann muss man da gemeinsam raus. Und dazu gibt es die nächste Gelegenheit am nächsten Mittwoch. Und ich werde natürlich jetzt genau darauf achten, welche Spieler in diesem Kollektiv hier voll konzentriert die nächsten Aufgaben angehen, weil es wird nach diesem Worst-Case-Start, den wir jetzt hingelegt haben, sehr, sehr schwierig sein, da wieder unten rauszukommen. Das muss jeder wissen. Und das geht nur mit bedingungslosem Einsatz und hoffen natürlich, dass unsere verletzten Spieler, wo man heute wiederum gesehen hat, wie wichtig Spieler, die jetzt uns fehlen, nicht dabei sind. Und trotzdem ist es keine Entschuldigung. Entscheidend war natürlich heute auch die rote Karte für Michael Müller, die ich anders gesehen habe. Aber das, auch das ist uninteressant. Konnten wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr kompensieren. Und trotzdem sind genug erfahrene Spieler in dieser Mannschaft, die einfach heute auch versagt haben. Und von dem her gesehen gilt es jetzt, das Ganze aufzuarbeiten. Es hat viel Zeit und wir werden versuchen, am Mittwoch alles reinzuhängen, um das Unwahrscheinliche wahrzumachen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Robert. Volle Halle, Heimspielauftakt nach Maas. Ja, erstmal einen schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Wir sind natürlich froh, erstes Spiel zu Hause zu gewinnen. Wisst es für uns selber und so, zeigen, dass wir gut spielen können, gewinnen, Selbstvertrauen kriegen, war sehr, sehr wichtig nach unserem ersten Spiel. Wir wollten auch heute besser anfangen, auf jeden Fall Tore zu machen, das hat auch gut geklappt heute. Leider haben wir vergessen, erste Halbzeit, ein bisschen unsere Abwehr mit Körperkontakt und so weiter, die dürften sehr, sehr frei werfen in der Mitte über uns. Deswegen war es sehr schwer für unser Torwart erste Halbzeit, Mario, die Bälle zu halten. Aber finde ich, das haben wir besser zweite Halbzeit gemacht. Mit unserer 5-1 hat es besser geklappt. Michi hat ein paar Bälle gehalten. Vorne haben wir auch ein paar Mal von Rückraum getroffen. Das war auch sehr wichtig. Erste Halbzeit war nur Tor von außen, Kreis oder Gegenstöße. Das hat uns auch geholfen. Und wie gesagt, wie Michael gesagt haben, das hat natürlich uns Leister gemacht in zweiter Halbzeit ohne normale Linkshänder. Müller, da rote Karte, hat uns Abwehr ein bisschen Leister gemacht. Aber wie gesagt, wir sind sehr froh auf diese Punkte. Jetzt können wir schön auf Mittwoch gucken und noch Spiele gegen andere Gegner. Aber wir sind sehr glücklich zu Hause. Unser Publikum war wieder sehr, sehr gut heute. Er hat uns geholfen, unterstützt wie immer. Und Vielen Dank, Robert. Und wollen wir den Manager der MT Melsungen zu Wort kommen lassen, beziehungsweise Ihr Statement. Ja, guten Abend. Ist für uns natürlich jetzt eine bittere Stunde, weil wir jetzt tatsächlich einen Katastrophenstart hingelegt haben. Aber wir haben auch in der Vergangenheit schon viele schwierige Phasen gehabt mit der MT und wir werden es so handhaben, wie wir es immer handhaben. Das heißt, selbst bei grandiosen Siegen sind wir nicht besonders überschwänglich und deswegen werden wir jetzt auch nicht die Nerven verlieren, wenn wir jetzt zwei zugegebenermaßen sehr bittere Niederlagen einstecken mussten.
Wir werden sehen, woran das liegt, werden das analysieren, aufarbeiten und dann geht es weiter am Mittwoch. Fest steht auf jeden Fall, da haben wir mal keinen Druck, wenn das einer der Gründe gewesen sein soll. Und freuen uns auf das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Danke. Vielen Dank. René Selke, auch du wirst glücklich sein mit dem Ergebnis. Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ja, nicht nur glücklich, also ich bin extrem glücklich, weil ich glaube, wenn man auch unsere personelle Situation vor dem Spiel gesehen hat, gestern Abend hat sich Katsigiannis den kleinen Finger gebrochen, fällt für einige Wochen eventuell aus und Martin Stranowski ebenfalls nicht dabei, zwei unserer mit stärksten Spieler vielleicht gegen einen so starken Gegner, der natürlich einen schweren Start hatte, aber auch, wenn man sich den Kader anguckt, trotzdem hervorragend besetzt ist und wo die Punkte natürlich nicht unbedingt eingeplant waren. Und wenn man dann sieht, wie sich Leute da in die Bresche geschlagen haben, wie das ganze Team im Kollektiv gekämpft hat, wie die Halle gekommen ist in der zweiten Halbzeit auch und das Team die ganze Zeit angefeuert und gepusht hat, da muss man wirklich sagen, ja, Wahnsinn. Also auch vielen Dank für diese tolle Unterstützung. Die hat uns da heute wirklich mit den Sieg gebracht und auch, ja, ich will niemanden aus der Truppe herausziehen, aber was Michi Hassvetter da heute für eine Wahnsinnsleistung auf die Platte gebracht hat, war wirklich toll. Das finde ich, da sieht man einfach auch mal die Entwicklung von jungen Spielern aus der Region. Auch ein Chrissy hat 60 Minuten auf Außen gegen Selin hervorragend gedeckt, ein Tor gemacht. Da macht sich natürlich auch die harte und tolle Arbeit von Robert bezahlt, junge Spieler weiter auszubilden, besser zu machen. Und ja, das hat man heute gesehen, waren zwei ganz wichtige Faktoren. Aber ich denke, das Team hat im Kollektiv einfach heute funktioniert, hat eine tolle Reaktion gezeigt im Vergleich zur letzten Woche und sich einfach diesen Sieg wirklich redlich verdient. Danke. Vielen Dank, René. Zeit für Ihre Fragen. Bitte nutzen Sie das Handmikro. Philipp Rose, Nürnberger Zeitung. Herr Roth, am Anfang hat Ihre Mannschaft relativ viele Bälle im Angriff verloren, wo die Erlanger Abwehrspieler reingespritzt sind. Waren Sie da überrascht? Waren die Spieler unkonzentriert oder waren die Erlanger einfach so gut? Okay, wir schießen erst halbzeit 15 Tore. Dass man mal einen Fehler macht, ist klar. Aber es waren natürlich zwei, drei technische Fehler dabei, die nicht passieren dürfen. Aber das ist immer so. Aber wir schießen erst halbzeit 15 Tore, kriegen aber auch 15. Da war das Verhältnis gerade so, wie wir es eigentlich sonst gewohnt waren, dass wir dann, wenn wir 15 Tore auswärts schießen, das steht dann 15-11 und nicht 15-15. Das ist das Problem. Und dann kam der Ausfall von Müller. Dann war uns schon klar, dass wir vorne unsere Probleme kriegen könnten und wollten dann noch besser verteidigen. Aber es war dann auf Dauer des Spiels nicht mehr kompensierbar. Wir haben natürlich dann auch klare Chancen liegen lassen beim Torwart, den wir noch nie gesehen haben. Das wünscht man sich auf der Gegenseite natürlich auch. Unsere Torwartleistung war auch nicht das, so wie man sich das wünscht. Also das ganze Momentum bei allen Dingen, ob Abwehr, Gegenstoß, das ist nicht optimal gelaufen. Aber in der ersten Halbzeit haben wir, denke ich, noch sehr gut vorne gespielt. Darf ich die Frage dann gleich andersrum drehen? Robert, habt ihr euch da speziell auch drauf vorbereitet, eben auch rechtzeitig mal rauszugehen, in Pässe reinzuspritzen? Bei Isa zum Beispiel hat es ja, oder auch Stanko, zwei oder dreimal gerade in der Anfangsviertelstunde, was dann ja die Konter gebracht hat, die Ole heute super abgeschlossen hat. Das war einfach individuelle Stärke von Isa, da macht er sehr gut. Das ist eine seiner Abwehrstärke, aber ich fand, das war nicht, wenn man das zwei, dreimal, aber wir waren auch einfach so passiv insgesamt in der ersten Halbzeit, ohne Körperkontakt, nur auf 6 Meter geblockt und so weiter. So das war einfach zu wenig. Das war besser zweite Halbzeit. Und wie gesagt, Abwehr und Torwart Bälle gehalten, das war ausschlaggebend heute. Thomas Schlager, Herr Andersson, der Herr Roth hat es gerade gesagt, gegen einen Torhüter, den wir noch nie gesehen haben. Hier in der Halle haben vermutlich den Michael Hasförder auch noch sehr wenige gesehen. Ist Ihnen selber nicht manchmal ein bisschen schwummrig gewesen? Gedacht vielleicht, wie lange hält der Junge den Druck aus oder haben Sie ihm immer vertraut in dem Spiel, so von ganzem Herzen? Er hat gesagt, auch ganze zweite Halbzeit, hat ein paar reingekriegt, aber immer wieder gehalten, Bell auch, da war bei 47%, glaube ich, das war eine super Leistung. Und das ist manchmal schwer, wenn da kommt ein Torwart, den man nicht kennt und so weiter, da kriegt einen Lauf. Das war unser Glück heute.
Sie bzw. die Mannschaft musste den kurzfristigen oder die kurzfristigen Ausfälle von Strandowski und von Katze bewältigen. Haben Sie da dem Psychologen gespielt? Haben Sie intensiv mit der Mannschaft gesprochen oder erwarten Sie von Ihrer Mannschaft als Profis, dass Sie das einfach wegstecken? Das passiert im Sport, das hat jeder, auch Melsungen, viele Verletzte, das muss man versuchen zu kompensieren. Das gibt ja auch andere Leute Möglichkeit, sie zu zeigen, Chancen zu kriegen. Und das finde ich auch, das hat sehr viele Junge gemacht heute, wie Chrissy Bissel und Michi Hasfert. Und das macht einfach nur Spaß, wenn die diesen Mut haben. Aber wir haben auch genügend Spieler, auch ältere, erfahrene, die solche Ausfälle kompensieren müssen. Und das hat zum Beispiel Michael Haas, Isa gemacht heute, sehr viel Verantwortung übernommen, Pavel auch, so hat diese Ausfälle kompensiert für Martin und so weiter. Wird es für die sportliche Ladung morgen recht kurzweilig? Das heißt, Sie werden sicher die Torhüterfrage, den Kader besprechen, wie es weitergehen soll, weil ist ja zu befürchten, dass Katze doch einige Wochen ausfällt. Ja, wir werden erstmal abwarten. Wir haben heute zwei gute Torhüter gesehen, aber wir werden darüber sprechen und dann mal gucken, was wir da machen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Philipp, eine noch. Robert, ich denke, der Unterschied zu Flensburg war sicher auch, dass die Mannschaft in diesem Spiel eigentlich keinen einzigen Durchhänger gehabt hat. Selbst in Situationen mit doppelter Unterzahl sich mit Händen und Füßen gewehrt hat und die für sie typischen Aussetzer heute offenbar vergessen hat einzulegen. Ja, das stimmt. Wir haben ja in Flensburg erste 10 Minuten nur ein Tor gemacht. Dann war das Spiel eigentlich vorbei oder aus. Da sind wir noch hinterhergelaufen. Heute waren wir direkt von Anfang an dabei. Aber es ist auch ein bisschen vor, das haben wir letztes Mal gesehen in erster Liga, wenn man zu Hause spielt und so weiter, dann haben wir ein bisschen einfacher mit Mut, Selbstvertrauen. Und jetzt wird das sich auch zeigen am Mittwoch. Das müssen wir da auch zeigen, zum Beispiel gegen solche Mannschaften wie Lengo. Und da ist es auch, dass wir solche Leistungen zeigt und auf die Spielfeld bringt. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen, wünsche eine gute Heimfahrt. Und wir sehen uns am nächsten Samstag gegen Stuttgart wieder. Vielen Dank.